Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal für deine Prüfungsvorbereitung. Ich bin Elena Wermuth, TELC-Prüferin, Deutschlehrerin und auch Bestseller-Buchautorin. Heute geht es um die mündliche Prüfung Deutsch-Test für den Beruf oder DTB B2. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Aber es gibt auch Teil Nummer 0, über die man oft vergisst, und zwar das ist der Vorspann. Vorspann wird nicht bewertet, du bekommst also keine Punkte für diesen Teil, aber das hinterlässt auch einen sehr guten Eindruck für dich. Und zwar, hier solltest du dich vorstellen mit den wichtigsten Informationen über dich selbst. Aber bitte nicht so, wie ich jetzt. Ich heiße Elena, ich komme aus Russland, ich bin Deutschlehrerin. Ich wohne in Deutschland. So bitte nicht vorstellen. Am besten mach das so. Guten Morgen, ich heiße Elena Wermuth, ursprünglich komme ich aus Russland. Seit 12 Jahren lebe ich in Deutschland. Von Beruf bin ich Deutschlehrerin und arbeite seit 7 Jahren als Deutschlehrerin und TELC-Prüferin. Fertig. So war meine kurze Präsentation, meine Vorstellung. Ich habe die Sätze nicht mit ich benutzt. Ich habe unterschiedliche Satzanfänge benutzt. Und so klingt es auf dem Niveau B2 und viel, viel besser als vorhin. Nun kommen wir zum Teil Nummer 1 der Prüfung. Das ist dieser Teil heißt über ein Thema sprechen. Die 8 Themen sind schon vorgegeben. Du trainierst sie zu Hause. Du bereitest kurze Präsentationen für 2 Minuten vor und trainierst es mit einer Uhr oder mit einer Stoppuhr auf deinem Handy. Danach bekommst du Fragen von dem Prüfer zu diesem Thema. Und dein Partner soll in dieser Zeit ganz aufmerksam deine Präsentation sich anhören, weil nämlich dein Partner und später auch du selbst bekommst die Aufgabe, einen Aspekt aus dieser Präsentation zu erläutern, nochmal zu erklären, nochmal darüber zu sprechen. Also, du bist mit deiner Präsentation fertig, du bekommst die Fragen vom Prüfer, dein Partner erläutert einen Aspekt aus der Prüfung und dann spricht dein Partner wieder und erzählt über ein Thema. Übrigens, du bekommst 2 Themen zur Auswahl bei dem Teil Nummer 1. 2 Themen. Und du wählst dir ein Thema aus. Also, dein Partner spricht und was machst du in dieser Zeit? Du hörst ganz aufmerksam zu und machst dir mit dem Stift Notizen auf einem Blatt Papier. Danach stellt der Prüfer deinem Partner einige Fragen und danach musst du einige Aspekte oder einen Aspekt aus der Präsentation von deinem Partner auch dem Prüfer präsentieren. Ja. Bitte achte darauf, dass du ganz, ganz aufmerksam zuhörst und dass du auch sehr gut darüber sprechen kannst. Nun kommen wir zum Teil Nummer 2 der mündlichen Prüfung. Das ist ein Smalltalk, ein informelles Gespräch führen. Hier bekommst du ein Thema vorgegeben, zum Beispiel, oder eine Frage. Was machst du in den Sommerferien? Und du führst ein Smalltalk mit deinem Kollegen. Zum Beispiel, ihr habt gerade eine Kaffeepause oder eine Pause oder ihr seid in der Mensa und ihr sprecht miteinander informell, per Du. Und dann besprecht ihr das circa 1,5 Minuten, ein Thema. Du beginnst mit deinem Thema. Nach 1,5 Minuten wird der Prüfer dich auffordern, so bitte
Marina oder Frau Meier, bitte sprechen Sie über Ihr Thema. Und da steht ein Thema zum Beispiel, was machst du in deiner Freizeit? Sie können sagen, heute nach der Arbeit gehe ich schwimmen. Und was machst du in deiner Freizeit? Was machst du am Feierabend, wenn es Feierabend ist? Und dein Partner muss dann darauf reagieren und sagen, was er macht. Dieses Gespräch muss ein Rollenspiel sein, ein Dialog sein, wo du dein aktives Sprechen zeigen kannst. Lasse bitte auch den Partner sprechen, nicht nur du alleine. Nun kommen wir zum Teil Nummer 3 der mündlichen Prüfung, DTB. Das ist Lösungswege diskutieren. Hier bekommst du ein Blatt mit einem Problem in der Arbeit. Und hier musst du ganz aufmerksam die Aufgabe lesen, die Punkte dazu und mit deinem Partner zusammen über die Lösungswege, wie könnt ihr das Problem in der Arbeit lösen, besprechen. Hier ist es auch wichtig, wie bei Teil Nummer 2, dass ihr immer hin und her, wie es mit dem Ball geht, dass ihr einander auch Wort gibt, Zeit gibt zum Sprechen. Sprecht bitte nie alleine und gebt nicht nur alle Tipps und alle Lösungsvorschläge. Gebt auch Möglichkeit, deinem Partner was zu sagen. Das ist wichtig auf dem Niveau B2. Zuhören und reagieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, das waren die 3 Teile. Vergesst bitte nicht, den Vorspann zu Hause zu üben. Und alle Beispiele für Präsentationen, für den Forumsbeitrag schreiben, Smalltalk, alle wichtigsten Dinge, die du zu Hause schon vorbereiten kannst, gibt es in meinem Buch und das ist hier unten verlinkt. Und ich freue mich auf deine Kommentare, ich freue mich auf deine Wünsche zu meinen Videos auf meinem YouTube-Kanal und wir sehen uns bald wieder, wahrscheinlich auch in meinem neuen Kurs für die Prüfungsvorbereitung DTB B2. Demnächst kommt es bald. Also, bis dann und viel Erfolg für deine Prüfung.